Moin Moin, ich bin Jan Sieviking von der Firma Sieviking Sound. In diesem Video geht es um eine Holzkiste. Naja, eigentlich nicht um die Holzkiste, auf der ich hier sitze, sondern um den Lautsprecher, der da drin ist. Der kommt nämlich von der Firma Verity Audio aus Kanada und es ist das Modell Arendal, ein ganz besonderer Lautsprecher. Ich habe mir jetzt ein paar kräftige Herren organisiert, die mir geholfen haben, diese Kiste aufzurichten und aufzumachen. Der ist nämlich für mich alleine zu schwer in der großen Holzkiste. Sieht man auch sehr gut. Der steht drauf: Minimum 2-Person Lift. Der Lautsprecher wiegt nämlich eine ganze Menge, zumindest wenn er Holzkiste ist. Das Gute daran ist, die Verity Audio Arendal ist ein vierteiliger Lautsprecher. Und das sehen wir hier auch. Wir haben also einen Monitorteil. Achtung, Hinweis, da sind die Lautsprechertreiber. Einen Wooferteil. Da ist der Lautsprechertreiber. Eine Bodenplattform, die versteckt sich hier. Und das hier ist die Trennplattform. Und die ist aus massivem Aluminium und auch richtig schwer. Dabei weiß man dann, wo unten bei der großen Holzkiste ist. Und jetzt gucken wir uns den Lautsprecher mal an, wenn er denn ausgepackt ist. Alle Verity Audio Lautsprecher sind nach Figuren aus Opern benannt. In diesem Fall der Prinz Arendal aus der Wagner-Oper Die Feen. In der Oper findet Prinz Arendal den Eingang zum geheimen Reich der Feen, dringt ein, lernt die Feenkönigin kennen und lieben, ehelicht sie, muss jedoch sein gesamtes Leben im Reich der Feen bestreiten, weil die Königin dafür sorgt, dass er den Ausgang nicht mehr finden kann. Das mag etwas dramatisch klingen und passt ziemlich gut zu Wagner, aber wer eine Verity Audio Arendal zu Hause hat, um damit Musik zu hören, der will vielleicht damit auch gar nicht mehr aufhören. Wir haben gerade in der Holzkiste schon gesehen, dass eine Verity Audio Arendal in vier Baugruppen aufgeteilt ist. Die Verity Audio Arendal steht auf einer speziellen Entkopplungsplattform. Die ist gefüllt mit Carbonschaum und steht auf vier höhenverstellbaren Aluminiumfüßen. Die Idee dahinter ist, dass der Klang eines Verity Audio Lautsprechers nicht vom Fußboden abhängig sein soll. Das heißt, ob Sie wie hier einen Teppichboden haben, Parkett, Laminat, Fliesen oder selbst einen mitschwingenden Holzfußboden. Eine Verity Audio klingt immer gut. Auf die Bodenplattform folgt das Bassmodul. Das ist dieser Teil. An dem Bassmodul dran sind die Lautsprecheranschlüsse von Furotec in dem Fall, eine Bassreflexöffnung in Aluminium ausgeführt und natürlich das Bass-Chassis selbst. Das kommt von Audio Technology aus Dänemark und ist mit einer Sandwich-Membran ausgestattet. Für diejenigen, die Messwerte gerne hören möchten. Wir reden über einen unteren minus 3 dB-Punkt von 20 Hertz. Viel tiefer brauchen Sie in Wohnräumen nicht mehr. Zwischen dem Bassmodul und dem Monitormodul befindet sich noch eine Aluminiumplatte. Ich kann das mal eben zeigen. Da ist der Monitor tatsächlich mit Elastomeren drauf befestigt. Der Hintergrund ist folgendes. Die Schwingungen des Bassmodules sollen sich nicht auf den Mittelhochtonbereich, der ja im Monitormodul verbaut ist, übertragen. Für Techniker wieder, wir wollen eine Impedanzunterbrechung des Lautsprechergehäuses. Das ist einer der Gründe, weshalb Verity Lautsprecher so wunderbar räumlich klingen. Sie haben keine Probleme mit den Schwingungen der Chassis in dem Gehäuse. Das Monitormodul der Arendal hat zwei Lautsprecher. Der Hochtöner kommt von SB Akustik und ist eine Sondervariante des Ringradiators. Wenn man da genau hinguckt, kann man sehen, den Ring des Ringradiators, da ist die Schwingspule angebracht. Und wenn man jetzt das Gefühl hat, der ist ja eingedrückt, das soll so sein. Die Kuppel der Kalotte ist fest angeheftet. Vorteil ist, man hat ein sehr, sehr breites Abstrahlverhalten. Das heißt, ich kann quasi wie jetzt neben dem Lautsprecher stehen und kriege noch sämtliche Hochtoninformationen. Also eine Verity Audio spielt immer mit dem ganzen Raum und sehr breit ab. Der Mitteltöner der Verity Audio Arendal ist ein Spezialchassis, das von Audio Technology in Dänemark speziell für Verity Audio gefertigt wird. Er hat eine 2 Zoll Schwingspule und das ist sehr, sehr untypisch und bei den wenigsten Lautsprechern auf dem Weltmarkt anzutreffen. Er spielt weder in ein geschlossenes Gehäuse noch in ein ventiliertes Gehäuse mit Bassreflexöffnung. Nein, wie man hier sehen kann, nach hinten spielt er durch eine Absorberplatte hindurch nach draußen weiter.
Der Gedankengang ist weniger, dass man jetzt viele Töne von hinten aus dem Lautsprecher hören möchte. Der Gedankengang ist, dass der Luftdruck hinter dem Lautsprecher ähnlich ist wie vor der Lautsprechermembran, er dadurch freier schwingen kann. Das Ergebnis ist einzigartig. Ich kenne keinen anderen Lautsprecher auf dem Weltmarkt, der in der Lage ist, derartig plastische Mitten darzustellen wie die Arendal. Der Monitor und das Bassmodul der Verity Audio Arendal sind mit einem Spezialkabel verbunden. Wer genau hinguckt, sieht, das hat vier Kontakte. Zwei für den Hochtöner, zwei für den Mitteltöner. Denn die Frequenzweiche des Lautsprechers ist tatsächlich an der Decke des Bassmoduls angebaut. Das heißt, die beiden werden einfach durch Einstecken verbunden. Die Verity Audio Arendal, die wir hier sehen, hat ein Furnier, das heißt Makore. Das ist ein afrikanischer Kirschbaum. Und es ist ein Furnier, das gibt es bei Verity jetzt inzwischen seit fast 30 Jahren. Im Grunde ein Klassiker. Ich finde das wunderschön, weil man hat diese feine Maserung. Und das kann man sich so vorstellen, man hat das Echtholzfurnier. Und nachdem das Echtholzfurnier aufgebracht ist, werden noch mehrere Schichten Acryllack aufgebracht. Das gibt eben diesen besonderen Glanz und die Tiefe. Die Verity Audio Arendal wurde auf der High-End 2022 in München der Welt präsentiert. Und man kann sagen, das war ein großer Erfolg, denn in München spielt Verity Audio in einem großen Raum und hat diesen doch nicht gigantisch großen Lautsprecher perfekt dafür nutzen können, den Raum mit Musik zu füllen. Inzwischen ist die Verity Audio Arendal bei verschiedenen HiFi-Händlern in Deutschland zu hören. Mal in Klavierlack schwarz, mal in weißem Klavierlack. Aber wer natürlich ein Sonderfurnier haben möchte, zum Beispiel großflächig wattiertem Ahorn oder die Farbe seines Autos oder einfach eine Rahlfarbe, die der Architekt ausgesucht hat, weil er sagte, genau das passt zur Inneneinrichtung. Nun, Verity Audio ist ein Manufakturbetrieb. Man kann das möglich machen. Wenn Sie das Thema Verity Audio interessiert, dann schauen Sie doch bei uns auf der Webseite vorbei und vielleicht möchten Sie sich einfach den Verity Audio Katalog bestellen, wo noch ein paar mehr technische Daten drin sind. Wenn Sie mal eine Verity hören wollen und Ihr Händler hat keine Verity in der Vorführung, dann nehmen Sie bitte Ihren Händler mit und kommen Sie zu uns in Bremen in den Showroom. Ich freue mich auf Sie.